Hallo und herzlich willkommen zurück zu ein Ranked TFT. Ja. Hallo. Heute werden wir mal. Wir haben ein Spatula. Spektula. Eine Bratpfanne zum Spekulieren. Gut, wir werden mal schauen, ob wir mit dem. Ja, mit dem Schläger bzw. Brawler und Bestien, vielleicht auch Gestaltenwandler, rumgehen. Das ist ja gerade so ein bisschen. Also, es ist gerade Assassinen, Ganzlinge und Brawler eben. So die Meta, sage ich mal. Eiswesen. Ich könnte auch den kleinen Warwick zum Eiswesen machen. Das wäre auch interessant. Nee. Was habe ich denn hier? Wir können zwei Ritter holen. Das ist, glaube ich, gerade besser als Warwick. Also am Anfang ist es eigentlich meistens besser, eine Zweier-Einheit zu kaufen, damit man die dann wieder verkauft und mehr einkaufen kann. Aber ich wollte den Spatula haben. Der ermöglicht einen sehr viel. Mal schauen, ob wir viele. Okay. Dann können wir die Gestaltenwandlerin nehmen. Elise ist am Anfang ziemlich krass, weil wenn man gewinnt, dann geben ihre Spinnen halt nochmal extra Damage. Und das ist halt nochmal, ja, heftig. Gut, dann holen wir mal die rein. Wir können jetzt auch die Morgana schon kaufen, aber so früh auf Dreier zu gehen ist bisschen nicht so gut. Aber ich probiere es einfach mal aus. Ich probiere es einfach mal aus. Weil jetzt haben wir ja zwei Dämonen. Und Dämonen sind auch super gut. Klingenmeister natürlich auch. Aatrox wird gerade sehr viel gespielt. Auch, weil er einfach so viel Damage macht. Das ist echt abnormal. Aber ich hätte gar nichts verkaufen müssen. Gut. Dann hole ich mir die beiden noch. Viel zu viele Level 2, das ist gerade nicht so schön. Gehen wir erstmal auf Noble. Weil Noble ist am Anfang, wenn man keine Level 2er hat, ist das schon ziemlich stark. Okay. Er hat den Counter von mir, weil er ignoriert 20%. Oder mit Level 3? 50% meiner Rüstung. Ja, das gewinnt er auf jeden Fall. So. Das war nicht so. Gut, wir können auch. Hier ist noch ein Ritter. Machen wir einfach mal Dreier Ritter. Dann haben wir. Ja, 20 abgeblockten Schaden ist jetzt auch nicht so. So super duper. Ja, machen wir mal so. Elise macht zwar am Anfang als Level 1er nicht so viel Sinn. Aber. Ja. Vor allem nicht, wenn sie nicht dazu kommt, sich zu verwandeln. Gut, dann gehen wir auf eine Losing Streak. Das ist auch in Ordnung. Und sowieso ein bisschen besser als auf ein Winning zu gehen. Wir holen uns Ahri.
Vielleicht gehen wir dann auch Zauberer. Die kommen weg, der kommt rein. Das ist ein Schläger. Wir haben unseren anderen Schläger verkauft. Hier wäre noch ein Schläger, aber den mag ich nicht so gerne. Aber wir sind jetzt Level 4. Ich meine, ja doch, Level 4. Und da können wir uns das schon mal leisten. Der geht da pur auf Assassinen. Ja, wir fokussieren natürlich den, der den Damage machen müsste eigentlich. Ja, egal. Komm, crouchen und hochwerfen. Sehr schön. Ja, der hat genau den richtigen fokussiert. Das war ein bisschen unlucky. Aber jetzt kommen wir zuerst dran. Wir könnten auf eine Träne gehen. Das wäre, glaube ich, gerade am gescheitesten. Mal schauen, was wir bekommen. Wir könnten Elise holen mit Träne. Ich glaube, das mache ich sogar. Weil dann hole ich Elise wieder rein. Also Level 2 Elise. Und die bekommt dann die Träne und den Gürtel. Und dann kann sie uns heilen. Wenn wir jetzt die nächsten Runden noch verlieren, ist das auch überhaupt nicht schlimm. Also bis 50, finde ich, kann man das durchaus machen. Da ist nochmal ein Wulibär. Gut, sie bekommt das da. Dann kommst du hier rein. Erzittert vor meinem Gebrüll. Shoot. Wer ist dahinter? Ah, okay. Darius tue ich auch weg. Dann gehe ich wirklich auf Brawler. Also versuche auf Brawler zu gehen. Ich habe halt ja hier jetzt ein. Ja, Pirate könnte ich auch gehen. Das ist auch ein Pirat. In der Tiefe lauert Wahnsinn. Okay, dann haben wir so eine Mischung aus. Warte, dann tun wir den hier rein. Sie ein bisschen zurück. So. Genau, also Pirat könnten wir gehen. Wir könnten auch. Genau, Zauberer und Brawler. Ja, das also Elise zurück zu tun, war ziemlich dämlich. Die muss zuerst sterben. Gut, der hat jetzt Noble Buff gehabt. Das war natürlich unlucky. Oder was heißt unlucky? Das war doof. Wir haben einen Gestaltenmaler. Wen denn? Also ja, Elise natürlich. So, hier ist nochmal Elise. Hier sind jetzt ein paar, die interessant sind. Und so. Gut, ich verkaufe die. Der ist gut. Der ersetzt den. Und Elise kommt noch rein. Okay. Ja.
Gut, ich muss versuchen, die Nidalee auch hoch zu pushen. Ja, der Ende ist halt doof, den hier hin zu tun. Scheiße, das schaffen wir nicht. Oh man, nur wegen dem blinden Blitzcrank. Das war richtig, richtig peinlich doof von mir. Oh man, sowas darf eigentlich echt nicht passieren. Oh, so ultra dämlich. Gut. Piraten werden wir jetzt auch nicht gehen. Den werden wir nicht machen. Den müssten wir uns eigentlich kaufen, damit, ja, komm, damit die... Warte, den hole ich rein, damit wir Dämonen haben. Level up für noch einen Brawler. Ihn da. Ja. Okay. Ja, mit der Aufstellung ist ja noch nicht ganz so toll geregelt hier. Ja, Warwick ist die ganze Zeit AFK. Ist natürlich blöd, wenn der die ganze Zeit in der Ecke steht. Ja, ich glaube, das können wir so oder so schaffen. Den Wullibär zum Dämon zu machen, wäre, glaube ich, auch ziemlich geil. Weil er dann mit seinem Blitz vielleicht auch... Ah ja, Zeit aus. Mit seinem Blitz vielleicht auch Ketten... Kettenreaktionen heraufbeschwören könnte. Wie stelle ich mich auf? Ich stelle mich jetzt so auf. So. Gut. Die da ist natürlich auch super. Die ersetzt jetzt mal... Die sind da. So. Ich glaube, so ist es ganz gut. Jetzt, also Bestie hatten wir sowieso drei, aber also erst ab vier macht es eigentlich Sinn. So. Er geht auch... Auf was geht er denn? Also auf jeden Fall auf Leere und... Ja, ein bisschen Magic ist noch dabei. Okay. Und ein bisschen Prowler. Also er hat auch alles noch offen. Und Bogenschützen sind auch hinten drin. So. Jetzt müssen wir langsam schauen, dass wir anfangen zu gewinnen, ne? Das wäre mal ganz gut. Mit dem werden wir nicht weitermachen. Ja, bitte, 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 bitte. Warte, Zauberermeister haben wir nur eine. Okay. Das bringt also nichts. Hier tun mal die tauschen. So. Ja, das gewinnen wir. Ich weiß immer noch nicht 100% auf was wir jetzt gehen. Ist aber noch alles offen. Also Gestaltwandler können wir auch. Gut, wenn wir das da als Spatula gehen. Wir können auch Aatrox holen. Ich glaube, wir holen uns Aatrox. Damit wir den mit Level 2 haben und Rüstung. Daraus kann man auch viele schöne Sachen machen. Nah wäre natürlich auch super, weil er ist nochmal Gestaltwandler und Bessier. Ja. Aber ich denke, mit Aatrox können wir schon viel Gutes machen. Und mit der Rüstung auch.
Also mit der Rüstung könnten wir den und Spatula, glaube ich, jetzt zum Ritter machen, aber das machen wir nicht. Genau, Ritter, das wollen wir nicht. Hier und da. So. Elisa sollte schneller ins Geschehen eingreifen können. Elisa können wir jetzt durch Morgana austauschen, glaube ich. Das macht gerade am meisten Sinn. Den Blitz tauschen wir jetzt gegen den Wullibär aus. Elise können wir verkaufen jetzt. Ich glaube, Elise verkaufen wir. Na, wobei, nee, wir haben ja Elise Nummer 2 hier in den Startlöchern. Hier ist leider noch ein Klingmeister. Klingmeister ab 3. Okay. Wir können mit dem auch auf Klingmeister gehen. Das wäre, glaube ich, ganz geil. So, also. Lieder für Elise. Der für Blitz. Okay. Lieder so. Den tun wir noch nicht rein. Aber Klingmeister ist hier auch. Aber für was? Also was würden wir dann aufgeben? Wahrscheinlich die komplette hintere Reihe. Na, 580 macht schon Schaden. Gut. Also die verkaufen wir, damit wir über 20 sind. Wir können jetzt auch Level up. Nee, noch nicht. Gut. Ja, da ist auch. Ja, nee, lassen wir. Das lassen wir. Nochmal Rüstung. Zauberermeister. Könnten wir machen. Ja, wozu? Gut, hier ist gerade nichts Interessantes. Ja, Akali ist auch immer interessant. Aber gerade nicht. Ja, sehr schön. Wir sind im Krieg. Vergiss das nicht. Okay. So. Wir können ihn auch zum Zauberer machen. Weil dann haben wir mehr Fähigkeitsstärke. Okay, das gewinnt er. Eine Seele kann nur 10 Siegen. eingesetzt werden. Krass. Dabei war der gar nicht so gut. Zehn Siege. Ich weiß, was in den Schatten lauert. So, drei Dämonen sind jetzt auch nicht. Also, wir könnten.
die Elise wieder rein. Tun für 4 Dämonen. Und sie dahin. Ja, doch, so könnte man es machen. Morgana 3. Ist auch super. Ah, ich habe vergessen, den Swain zum Magier zu machen. Das mache ich jetzt dann noch. Alter, der Aatrox hier. Das ist halt richtig krass. Gut, dann, ja. Mache ich ihn zum Magier. Dann haben wir... Ah, ja, stimmt. Wir haben ja sie jetzt rausgetan. Dann tun wir die wieder rein. Dann haben wir Magier. Dämonen halt nicht 4er-Buff, sondern nur 2er. Also nur 25 statt 50, aber hey. Das geht auch. Okay, Ulti bitte. Ulti bitte. Super. Oh. Das war gekrittet. Der Aatrox halt. Das war. Ja, das war krass. Ja, cool. So. Ja, ist halt scheiße, immer zu gewinnen und zu verlieren. Also immer abwechselnd, weil dann kann man sich nicht fokussieren auf. Oder bekommt nicht. Viel Geld dafür. Was haben wir hier? Oh, also einer ist vor mir. Aber ich glaube, ich bekomme den. Das ist schon mal super. Ah, der holt sich Aatrox. Aha, er holt sich Aatrox. Ich glaube, der, wer bekommt das bei mir? Aatrox oder Volibear? Oder Swain. Swain wäre auch cool. Na gut. Jetzt kommt sie wieder rein. Red Buff bekommt... Ja komm, Aatrox. Ganz ehrlich, der carried nicht gerade so hart. Das hat er mehr als verdient. Na, der, jetzt wird wahrscheinlich Morgana gezogen. Es wird niemand gezogen. Ah, wahrscheinlich deswegen. Vielleicht. Okay. Ja, es ist nur ein Klon. Aber trotzdem geht's gerade gut ab. Ich könnte Aatrox auch doppelte Rüstung geben. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen arschig. Also Dornpanzer quasi. Ja, aber nee, da will ich jetzt einen Recurve-Bogen drauf tun. So, ich tausche mal die beiden. Als nächstes kommt entweder... entweder Klingemeister, also Draven und noch einer, oder ich mach voll auf Zauberer. Das weiß ich noch nicht.
Gut, jetzt Morgana. Na ja, komm. Morgana, hier wollen wir niemand. Ari ist in den Startlöchern. Gut. Super. Nobel und Bavara. Zauberermeister haben wir dann gleich auch Level 3. Dann brauchen wir noch Nah für Wild Buff, also Bestie und für Gestaltwandler. Das wäre perfekt. Also Nah wäre jetzt ultra perfekt. Eine Träne. Das, also Angriffstempo weniger ist noch ein Red Buff, nee. Gefrorenes Herz ist, glaube ich, für ihn auch sehr gut. Braum. Nee, Braum machen wir jetzt nicht. Gut. Die beiden ist Red Buff. Wir geben unserem Swain den Red Buff. Dann macht sein Ulti noch viel mehr weh. Also hoffe ich. Okay, voll busted. okay. Garen ist natürlich richtig heftig, wenn er das hat. Vor allem die Warmungsrüstung ist extrem stark geworden. Oder wurde sehr stark gemacht. Aber ich habe zu viel Magic Damage. Den killen wir. Nice. Fast 3000 und 2000, die beiden. Der Cho ist eigentlich auch immer ein Must-Have. Okay. Dann lassen wir den Klingenmeister außer Aatrox. Der muss sein. Revolverheld machen wir jetzt nicht. Gut. Ja, Ari ist auch kurz vor Level 3. Und Morgana auch. Also ja, Morgana braucht noch 3, Ari noch 2. Aber es wird. Da ist sein Draven schon richtig busted. Aber ich glaube, ich bekomme den trotzdem. Vor allen Dingen, weil die jetzt geslowt sind. Und nochmal. Bam. Nice. Sehr nice. Alter, Swain fast 5000 Damage gemacht. Alter, was ist bei dem schief? Das wäre noch ein. Nee. Wir wollen aber Nah als weiteren Gestaltwandler. So. Wir tauschen die beiden mal. Nee, doch, das war schon gut so. Das war schon in Ordnung. Wir haben halt nur noch 18. Das ist halt, also einmal heftig verlieren und wir sind weg. Deswegen glaube ich, also ja, vor allen Dingen gegen ihn. Ja, okay, jetzt sind wir tot. Alter, der hat uns halt sowas von auseinandergenommen. Puh. Na gut, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye.